im Schweinfurter Mainhafen. Die Ladung der Thüringen wird gerade gelöscht. Sie ist eines von drei Tankschiffen des Mineralölunternehmens Walter, das Tankstellen in ganz Nordbayern mit Benzin und Diesel versorgt. Wegen der niedrigen Pegelstände auf dem Rhein konnte das Tankschiff aber nur einen Teil seiner maximalen Ladekapazität aufnehmen. Wir kommen jetzt von Rotterdam, wir haben da geladen. Aber Viertel Gewicht von der gesamten Tonnage, ungefähr 600 Tonnen. An manchen Tankstellen in Nordrhein-Westfalen mussten mangels Sprit sogar schon Zapfsäulen stillgelegt werden. Soweit ist es in Bayern noch nicht. Dennoch sind Benzin und Diesel knapp. Nicht nur wegen der niedrigen Pegelstände auf dem Rhein. Es fehlen nach der Explosion einer Ölraffinerie in Voburg bei Ingolstadt Anfang September nach Expertenmeinung auch rund 6 Millionen Tonnen Sprit und Diesel. Jetzt stürmt jeder auf die noch übrig bleibenden Raffinerien und Versorgungsquellen. Und dann nimmt man auch schon einmal weite Fahrten in Kauf, die früher überhaupt nicht möglich gewesen waren. Von München nach Magdeburg, nach Hannover. Und man fährt quer durch die Republik, um an Mengen zu kommen. Auch per Bahn könnte Treibstoff transportiert werden. Aber die Kapazitäten dafür sind knapp. Wenn wir jetzt noch zusätzlich Kesselwägen oder Ganzzüge ordern würden, würden wir unter Umständen keine mehr bekommen oder müssten einen gegenüber der Zeit vor dieser Trockenphase den vierfach höheren Preis, Frachtpreis bezahlen. Die hohen Spritkosten bedeuten, die Autofahrer müssen im Augenblick an den Tankstellen tief in die Tasche greifen. Aber mir bleibt mir ja nichts anderes übrig. Ich tanke die Woche zweimal. Ich fahre jeden Tag 150 Kilometer. Ich muss fahren. Ich bin abhängig vom Auto. Ich kann nicht öffentliche Verkehrsmittel nutzen. Und es geht kräftig ins Geld. Die Spritpreise variieren aber über den Tag. Laut ADAC sind Benzin und Diesel zu den Stoßzeiten zwischen 6 und 9 und zwischen 17 und 19 Uhr am teuersten. Kurz vor Schließung Tankstelle ist am günstigsten. Meistens so bei uns 22, 22.30 Uhr. Ich schaue mir es auf dem Handy immer an, auf dem Mobiltelefon, wo die günstigsten Preise sind und da tanke ich dann. Wie lange die Spritpreise noch hoch bleiben? Da gucke ich nach oben. Wir sind da tatsächlich abhängig von dem Wettergott. Fachleute sagen, es müsste eine Badewannenfüllung pro Quadratmeter regnen, damit sich die Rheinpegel wieder normalisieren und die Tankschiffe wieder voll beladen fahren können.